Willkommen zur letzten Folge in dieser Session an Minecraft. Wir tauschen jetzt noch ein bisschen den Boden aus. Und ich denke mal, so eine Blöcke, die wir jetzt legen, die klauen die Endermänner auch nicht. Problem ist bloß, dass wir wirklich viel zu wenig haben. Sieht momentan eher so nach schwarz aus mit Basalt durchtränkt, ne? Na gut. Mehr hatte ich definitiv nicht. Okay. Stein. Basalt und dieser Schwarzstein noch oberirdisch vorkommen. Nicht, dass ich mir einen Haufen Arbeit immer mache, in den Nether zu rennen. Und dann um die Ecke würde jetzt sowas generiert werden. Das wäre natürlich auch. Ich glaube, das gefällt mir tatsächlich ganz gut.
Mist. Ach so. Eigentlich können dann. Ich brauche noch mehr Pfeile da, ne? Ich können wir dann nochmal nachlegen gleich. Ach ja, eigentlich würde ich auch die Blöcke hier loswerden. Naja, ewig warten wir jetzt auch nicht. Also. Abmarsch. Okay, vielleicht sollte ich noch schlafen gehen. So, haben wir noch ein bisschen was? Jo, bloß nicht mehr Schwarzstein, haben wir nicht mehr so viel. Ups. So, das war's. Mist. Ja, wie ich das bei den Gräbern mache, weiß ich selber noch nicht so wirklich. Eigentlich müsste ich erst das Feld fertig kriegen. Hier könnten wir nochmal klauen. Wobei ich auch noch nicht weiß. Gibt es ja keine größere Fläche, wo ich noch ein bisschen Basalt loswerden kann, auf die Schnelle. Zum Beispiel hier. So. Gut. Dann könnten wir vielleicht noch ein bisschen Sand loswerden. Holz da. Ach, da war auch Bruchstein. Sehr gut.
So, dann kommt der Seelensand hier weg. Der macht ja voll das geile Geräusch jetzt. Also die kleinen, aber feinen Details jetzt gefallen mir sehr gut bei diesem Update. So. Eigentlich würde ich gerne hier das mit dem Feuer noch ausprobieren. Können wir aber vielleicht auch von anders machen. Oh. Gut, dann werde ich wahrscheinlich zur nächsten Session ein bisschen im Nether noch Blöcke sammeln, wenn ich es zeitlich hinkriege. Zwei, drei, wie, was, hä? Habe ich was verpasst? Okay. Dann mache ich mir schon mal zwei Spitzhacken. Eigentlich hätte ich ja genug Werkzeug in der Kiste noch im Nether haben. Das ist natürlich eigentlich ein bisschen kritisch, wenn die da die Tür aufmachen können. Oder mache ich lieber gleich noch ein paar Spitzhacken, was ich habe, habe ich nie.
Gut, dann geht's hier in der nächsten Session wieder weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.